und herzlich willkommen heute zum Thema, was in deinem Gehirn passiert, wenn du 21 Tage kein Zucker isst, vom Hollywood Heritage Museum in Los Angeles. Hier hat sich Lilly vor 2 Tagen sehr wohl gefühlt und war verhältnismäßig ruhig, sodass ich dachte, das ist die richtige Location, um ein Video zu drehen. Denn die Türen zum Raus aus dem lustvollen Programm sind ja jetzt wieder geöffnet bis nächste Woche Mittwoch. Solange der Vorrat reicht jedenfalls. Es sind 10 Plätze verfügbar. 3 davon sind zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, schon weg. Also schnell zuschlagen, wer mitmachen will. Ab dem 23. April, das ist der Samstag nach Ostern, geht es wieder los. 3 Wochen raus aus der lustvollen Challenge, gefolgt von 5 Wochen Nachbetreuung. Buchbar unter www.silke-rosenbusch.de/lustfalle. Lustfalle, Lilly. Gut. Was passiert in deinem Gehirn, wenn du 21 Tage kein Zucker isst, also 3 Wochen? Das gilt natürlich nicht nur für Zucker, sondern für jegliches hochkalorisches Essen. Da schließe ich Pommes ein und Burger und Fleisch auch gerne oder so Sachen wie Schnitzel oder Wurst und so weiter. Nur, dass das Ganze bei Zucker einfach ein stärkeres, ich brauche das jetzt, Gefühl auslöst. Aber emotionales Essen geht nicht nur damit, sondern auch mit herzhaften oder einfach nur fetthaltigen Sachen. Weshalb ich das Video vom Montag gedreht habe, warum Keto schlussendlich keine Lösung für das Essensproblem ist. Was passiert überhaupt beim Essen? Oder warum ist das Essen mit dem Belohnungssystem verschaltet, ist hier vielleicht die Frage. Wenn wir keine Belohnung bekommen würden, wenn wir essen, wenn wir keine Belohnung antizipieren würden, bei der Vorstellung davon, dass wir bald essen, würden wir es nicht tun. Die Natur hat uns für alles, was unsere Art erhält, uns selbst erhält, unsere Fortpflanzung schützt, unsere Spezies nach vorne bringt, gute Gefühle eingebaut in unser Belohnungssystem. Und Essen hält uns am Leben, sorgt dafür, dass wir auch morgen noch uns fortpflanzen können und auch morgen noch etwas lernen, etwas lehren und Gemeinschaft mit anderen Menschen praktizieren, sodass das unsere Art voranbringt. Also ist Essen mal grundsätzlich mit dem Belohnungssystem verschaltet. Und die Wahrscheinlichkeit zu überleben ist umso größer, je mehr Kalorien wir zu uns nehmen. Zumindest war das früher so. Heutzutage ist es umgekehrt. Je mehr Kalorien wir zu uns nehmen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben. Deswegen haben wir das Problem. Deswegen dreht das Belohnungssystem durch. Deswegen kann Essen eine Sucht sein. Das Belohnungssystem operiert mit diversen Neurotransmittern. Da ist Serotonin genannt, was uns ein Gefühl von Zufriedenheit gibt. Dopamin, was uns ein Gefühl von Kick gibt, von boah geil, von boah ich habe total Bock da drauf. Also Motivation ist auch über Dopamin gesteuert. Endorphine werden ausgeschüttet, die an den Opiatrezeptoren wirken und uns beruhigen, uns aber auch Schmerzen nehmen. Und dann haben wir noch GABA. GABA gibt uns ein Gefühl von chill, die Seele baumeln lassen. Alkohol wirkt über den GABA-Rezeptor. Das alles macht Zucker auch, das alles macht jegliches Junkfood auch. Aber wie ich finde, oder wie es sich für mich anfühlt, verglichen mit der natürlichen Wirkung des Belohnungssystems, in beschissenem Verhältnis zueinander, sodass da Defizite vielleicht entstehen, die wir dann wieder mit anderen Drogen oder so ausgleichen wollen. Oder, ja, wie soll ich das sagen? Es fühlt sich zwar belohnend an, aber es fühlt sich nicht richtig an. Und dann müssen wir weiter konsumieren oder wir suchen die ganze Zeit weiter. Und ich glaube, daher, durch dieses Durcheinander im Belohnungssystem, entstehen auch so Sachen wie Depressionen. Und wenn wir das alles dauernd konsumieren, dann passt sich unser Gehirn an das an. Unser Gehirn besteht ja aus Nervenzellen, die alle miteinander verschaltet sind über Synapsen. Und diese Nervenzellen besitzen Rezeptoren für diese Belohnungsbotenstoffe.
über die die Belohnungsbotenstoffe dann auf die Hirnzelle wirken. Und in dem Moment, wo wahnsinnig viel davon ausgeschüttet wird, weil wir wahnsinnig viel konsumieren, was zu wahnsinnig viel Belohnung führen müsste, denkt sich die Zelle, oh oh, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu viel, ich reguliere mal die Rezeptoren runter, also ich produziere mal weniger Rezeptoren, damit ich nicht überlastet werde, damit ich nicht zu sehr gestresst werde. Und dann kommt nicht mehr so viel Belohnung an, obwohl wir dieselbe Menge essen. Und dann wollen wir mehr essen, damit wir wieder dieselbe Belohnung haben wie vorher, denn sonst fühlen wir uns scheiße. Und wenn wir dann natürlich noch mehr konsumieren, denkt die Zelle wieder, oh oh, zu viel Stress, zu viel, ich muss die Anzahl der Rezeptoren wohl noch weiter reduzieren. Und ihr seht, es beginnt ein Teufelskreis. Es wird immer, immer schlimmer. Wir konsumieren immer, immer, immer mehr und werden immer, immer kranker und das Problem wird immer größer. So, und jetzt kommen wir zu, was passiert, wenn man 21 Tage keinen Zucker oder irgendwelche andere Drogennahrung isst. Die ersten paar Tage hat man weniger Belohnungsbotenstoffe. Und die ersten paar Tage, ich sage mal, es sind 4 Tage, denkt die Nervenzelle, wo ist meine Stimulation? Wenn sie denken könnte. Hier ist ja nichts da, hier kommt ja nichts an. Und der Mensch fühlt sich in dem Moment ein bisschen niedergeschlagen. Ein bisschen müde, hat überhaupt keine Lust, irgendwas zu tun, hat keinen Spaß an Dingen, die ihm normalerweise Spaß machen. Ich würde sagen, man ist in den ersten 4 Tagen leicht depressiv verstimmt. Aber nach 4 Tagen checkt dann die Nervenzelle, ha, okay. Also das checkt sie schon früher, aber sie braucht eine Zeit, bis sie neue Rezeptoren experimentiert. Ihr fällt auf, kacke, ich habe zu wenig. Es kommt bei mir zu wenig an, dann muss ich wohl die Anzahl der Rezeptoren raufschrauben. Und dann exprimiert sie mehr Rezeptoren. Und dann kommt dieselbe Belohnung, die wir vorher von Junkfood hatten, auch über normales Essen bei uns im Gehirn an. Und das ist dann das Wunderbare. Das wird so richtig, richtig geil, dann das gesunde Essen. Also nach 4 Tagen. Und wir haben dann auch keine Gelüste. Also dann ist auch diese ganze... Dieser ganze Drogenkick, dieses ich muss das haben Zeug, das ist dann weg. Das ist verschwunden. Man will vielleicht immer noch irgendwas Süßes, aber es ist nicht so rasend und man kann das dann auch ganz einfach mit Obst stillen. Wobei auch das passiert eigentlich nicht mehr. Man macht das in den ersten 4 Tagen, seine Süßgelüste mit Obst stillen und dann ist gut. Dann isst man ein Stück Obst und man braucht dann nicht mehr. Und dann, Entschuldigung, dann ist das Belohnungssystem quasi repariert im Hirn. Wir haben aber noch mehr, was hier in der Zwischenzeit abgeht. Wölfe. Denn natürlich sind auch die Geschmacksknospen auf der Zunge verschaltet mit dem Gehirn. Und Geschmacksknospen werden nur 12 Tage alt. Das ist echt nicht lange. Das heißt, nach 12 Tagen keinen Zucker, weil wir dann komplett neue Geschmacksknospen haben. Also nach 12 Tagen sind die alten alle tot, die noch Zucker kannten. Und nach 12 Tagen haben wir nur noch Geschmacksknospen, die noch nie mit Zucker in Kontakt gekommen sind. Und die registrieren dann auch andere Sachen schon als süß. Die registrieren vielleicht sogar Weißkohl als süß. Für denen ist ein saurer Apfel oder eine Blaubeere schon verdammt süß. Und so wird dann dieser süße Eindruck natürlich auch dem Gehirn vermittelt. Und wir kriegen dieselbe Belohnung und denselben Geschmack und dasselbe Gute plötzlich nicht mehr bei Junkfood, das uns überhaupt gar nicht nährt, sondern bei Obst, Gemüse, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten. Und das Problem bei der Sucht ist ja nicht nur die Sucht per se, also Sucht per se ohne negative Konsequenzen, wäre ja toll, wenn das ginge, geht aber nicht. Jede Sucht hat immer irgendwelche negativen Konsequenzen. Beim Essen ist es das Übergewicht oder Übergewicht oder Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder sonst was. Vielleicht aber auch so Sachen wie Depressionen. Bei anderen Süchten, die diese Auswirkungen nicht haben, gibt es dann wieder andere Probleme. Also sagen wir zum Beispiel beim Kokain oder beim Heroin, das ist sauteuer, das Zeug. Das macht zwar noch glücklicher, als es ein Burger tut, aber es ist sauteuer, da verarmt man, wenn man danach süchtig ist. Man kann sowas alles immer mal gelegentlich machen, weil dann das Gehirn sich eben nicht anpassen muss. Das hat dann einmal den Rausch, aber man muss höllisch aufpassen, dass man das dann eben nicht dauernd macht.
und nicht wieder will. Ich finde, beim Rauchen ist es am allerschlimmsten, wenn man eine geraucht hat, dann will man, also ich, am nächsten Tag wieder welche. Und bei Kaffee ist das übrigens auch so. Aber wie gesagt, beim Essen haben wir negative Konsequenzen, wenn wir es übertreiben. Sei es auf der Hüfte, sei es in unserem Körper, in Form von Ablagerungen, in Form von zu viel Zucker, in Form von was auch immer es ist. Oder sogar die Leute, die das alles nicht haben, die vielleicht noch jung sind und Junk konsumieren, die nehmen zu wenig Nährstoffe auf. Denn ich habe schon mal ein Video gedreht, was ich euch nochmal verlinken kann. Sagen wir mal hier. Warum ist Zucker eigentlich so schädlich? Was ist so schlimm daran, den zu konsumieren? Der ist ja leere Kalorien, aber was ist daran so schädlich? Das ist halt die Frage. Aber wie gesagt, das gilt nicht nur für Zucker. Dasselbe gilt auch für tierisches Fett, wo ich schon diverse Videos drüber gemacht habe, warum die so schädlich sind. Und jeder, der halt das konsumiert, es aber nicht konsumieren will, vielleicht auch weil sein Arzt ihm gesagt hat, dass er es nicht konsumieren soll, das aber nicht abstellen kann, der hat halt ein Problem. Und dazu, wie gesagt, gibt es das raus, das so lustvolle Programm. Das gibt es jetzt wieder zu kaufen bis nächste Woche Mittwoch noch unter www.silke-rosenbusch.de/Lustfalle. Link ist natürlich auch unten drunter. Und wie gesagt, hier in der Ecke nochmal, warum Zucker eigentlich so schädlich ist. Wir sehen uns nächsten Montag zu einem Thema, was ich leider vergessen habe. Ich hatte eine super Videoidee und dann ist sie mir entfallen. So ein Fuck. Wir sagen Ciao aus Hollywood bei wunderbarem Wetter und schönes Wochenende. Bis dann.